Einen wunderschönen guten Morgen. Bei uns in Bayern und auch in ein paar anderen Bundesländern ist ja heute Feiertag am 1.11. Und ja, den gehe ich sehr entspannt an und starte jetzt um 10 Uhr, glaube ich, mit dem Frühstück. Und zwar habe ich hier eine frisch aufgebackene Meerkornsemmel oder Meerkornbrötchen, ist ja wurscht. Da ist Frischkäse drunter, dann ist Graved Lachs drauf und Senf-Dillsoße. Dann habe ich ein Glas Mandarinen- und Clementinensaft, habe ein Actimel mit Heidelbeere und Brombeere und noch ein Actimel-Joghurt mit Heidelbeere. Der ist gestern abgelaufen, deswegen esse ich den jetzt. Und ja, genau, das ist mein Feiertagsfrühstück. Jo, es ist jetzt so mittags rum, 12:15. Und eigentlich wollte ich ganz normal zu Mittag essen, aber ich habe jetzt gerade eine Stunde gepennt. Ich wollte mich eigentlich nur so 10, 15 Minuten hinlegen. Naja, egal. Und jetzt wollte ich aber auch ins Gym, weil langsam, weil ich heute Gym machen möchte, daheim trainieren möchte und dann noch baden möchte, bevor es dunkel wird. Ja, und das mit jetzt Kochen und so schaffe ich dann nicht mehr so ganz, so zeitlich, wie ich es möchte. Deswegen gibt es jetzt nur diesen Wellmix 51% Protein, Riegel mit White Caramel Crisp als Mittagessen. Und dafür gibt es halt heute Abend einfach mehr. Ganz einfach. So, gleich ist 6 Uhr abends und jetzt gibt es endlich richtig gutes Essen. Also heute Mittag habe ich es ja nicht mehr so geschafft, weil ich ja durch meinen Mittagsschlaf ein bisschen rausgekommen bin. Dann war ich ja, wie erwähnt, im Gym, habe daheim trainiert. Im Gym wollte ich eigentlich Booty machen, bin aber vorher in der Tiefgarage, in der nassen Tiefgarage, ausgerutscht und auf mein Steißbein geknallt und habe dementsprechend ein bisschen umgeswitcht und ein Ganzkörpertraining eingelegt. Genau, eine Stunde 15. Danach habe ich noch daheim den 30-Minuten-Plan von Pamela Reif gemacht. Und noch gestretcht und bin so auf eine Stunde 55 gekommen. Und habe dann gebadet 40 Minuten. War jetzt noch ein bisschen am Chillen, habe dann gekocht und jetzt gibt es halt Abendessen. Und da habe ich mir die Baked Feta Pasta gemacht. Also diese TikTok-Nudeln mal wieder. Riesenportion, das ist eigentlich gut, ich auf zweimal essen, aber ich esse jetzt auf einmal, weil ich einfach mega Hunger habe. Also wirklich richtig Hunger. Also ganz normal Girandole-Nudeln. Die nehme ich meistens für die. Ich weiß auch nicht, finde die am besten irgendwie. Tomaten, Feta und italienische Kräuter. Dazu trinke ich Lemon Soda und ich gucke meinen Gildenkollegen gerade bei einer Ini zu. Also ich habe auch noch einen Stream offen, aber ich gucke jetzt gerade den zu. Ess das jetzt und genau, werde reinhauen. Magen knurrt, jetzt wird hier So, gegönnt. jetzt am Abend gibt es noch etwas Merci von dieser Black and White Collection und ich habe meine Nägel eben lackiert. Und zwar esse ich zwei Stück. Einmal hier dieses Mousse au Chocolat und einmal diese Mandelcreme hier. Weil ich ja immer so ein weißes Schokoladenfan bin, deswegen esse ich immer die dunklere zuerst. Und nebenbei gucke ich Fuck You Goethe mal wieder auf DVD, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und ja, genau, das ist mein Abend. Einen schönen guten Morgen. Heute gibt es fast das gleiche Frühstück wie gestern, nämlich wieder eine frisch aufgebackene Meerkornsemmel mit Frischkäse, Graved Lachs und Honig-Senf-Dillsoße. Die Semmel war nur ein bisschen zu lange im Ofen, deswegen ist sie schon so ein bisschen sehr dunkel, aber ist nicht so schlimm. Hab ein Glas Clementinen-Mandarinensaft, ein Actimel mit Heidelbeer und Brombeere und den Espresso von Monster mit Vanille. Genau. Und jetzt wird reingehauen hier. Jojo. Zeit fürs Mittagessen. Da habe ich mir jetzt nun so eine vegetarische Beijing-Suppe gemacht, also so eine Süß-Sauer-Suppe. Weiß leider nicht mehr, ob die vom Aldi oder vom Lidl war, also von den chinesischen Wochen auf jeden Fall. So eine Dose, die habe ich mir gemacht. Und da hatte ich jetzt irgendwie Lust drauf und das Wetter passt auch. Es ist sehr dunkel, also dunkel nicht, aber bewölkt und kalt und nass und deswegen ist Suppenzeit. Und dann habe ich mir noch einen Smoothie gemacht und zwar habe ich da ein bisschen Kirsch-Bananensaft rein. Dann noch eine Banane, also es ist doppelt Banane und noch gefrorene Erdbeeren und genau. Einfach so irgendwas zusammengewürfelt, was ich da hatte und da freue ich mich jetzt schon drauf, also auf die Suppe und auf den Smoothie. Da ist auch schon wieder Abend. Am Nachmittag habe ich auf jeden Fall heute Pamela Reif trainiert, 60 Minuten Hardcore-Plan. Habe noch ein Dance-Workout vorher dran gehängt, was es bei einem Workout als Option gab. Ich habe das aber mitmachen wollen und am Ende auch noch ein Stretching dran gehängt und dann kam ich am Ende auf eine Stunde 25. Und jetzt gibt's Abendessen, da habe ich zwei Scheiben Dinkel, Harmonie, Sandwich mit Frischkäse und Gelbwurst. Simpel und lecker, ja, das ist jetzt mein Abendessen. So ein wenig später am Abend gibt es nur noch einen kleinen Snack. Und zwar habe ich mir hier 200 Gramm Skier Natur genommen, da Flav Drops weiße Schokolade reingemischt. Und dann habe ich Himbeeren püriert und drüber gegeben. Und das ist das Ergebnis. Nicht viel Arbeit, schmeckt aber trotzdem sehr gut. Und gleich werde ich ein bisschen zocken, wahrscheinlich Goose Goose Ducks. Und ja, Film gucken, mal gucken und dann war es das für heute.
Schönen guten Morgen. Heute frühstücke ich eine Oatsome Smoothie Bowl und zwar die Captain Blaubeer. Die heißt jetzt Benjamin Blaubeer, aber ich hatte noch eine Tüte mit Captain Blaubeer, deswegen heißt sie jetzt auch so. Und habe da das Fruchtfreunde Topping. Freundefrüchte. Ich kann auch halt die Frucht, das Fruchttopping von denen. Die Bärenfreunde. Ach, ist ja auch wurscht. Hab ein paar Kakaonips und ein paar Blaubeeren drauf. Dann habe ich mir einen Pumpkin Spice Latte gemacht. Hab ein Glas Mandarinen-Clementinensaft und heute einen Aktimel mit Mango-Kurkuma. Das mit Heidelbeere und Brombeere ist nämlich leer. Genau, deswegen gibt es jetzt Mango-Kurkuma. Und da ist auch schon wieder Zeit fürs Mittagessen. Und da gibt es bei mir jetzt Spaghettini Carbonara. Allerdings keine richtige Carbonara, sondern aus der Tüte. Von Knorr ist die. Die ist mit Milch, Speck und Parmesan. Ich weiß, wie man Carbonara macht, eigentlich mit Eiern etc., aber nö. Bei Carbonara bin ich echt, da reicht mir das Tütchen. So oft esse ich die eh nicht und von daher schmeckt mir das auch sehr gut. Und dazu trinke ich ein Glas Ananasschorle. Ja. Als kleine Nachspeise, kleiner Snack gibt es nun Merci Black and White Selection und zwar heute mit Mandelcrisp. Und Cookies and Cream, die mit den weißen Schokoladen. Und ja, die Cookies and Cream ist der Oberhammer. Die ist richtig geil. Aber auch die Mandelcrisp ist gut. Und weiße Schokolade ist sowieso immer Bombe. Mein Nachmittag lief leider anders als geplant. Ich wollte eigentlich jetzt Gym gehen und da meinen Oberkörper trainieren. Und anschließend auch noch zu Hause was machen. Aber irgendwie war halt ab frühen Nachmittag richtig der Wurm drin. Ich bin auf einmal so müde geworden. Hab dröhnende Kopfschmerzen bekommen. Hab ein Ibo geworfen. Mich hingelegt, es ist nicht besser geworden. Aber ganz auf Sport wollte ich nicht verzichten, deswegen habe ich jetzt eben daheim ein bisschen trainiert, zumindest 30 Minuten gedanced mit der Tegan Dixon. Ja, besser als nix, ne? Und jetzt gibt es die Reste von mittags und zwar Spaghettini mit der Carbonara. Und ja, genau. Mache heute nicht mehr viel, nur noch Fernsehen, chillen und wahrscheinlich früh schlafen gehen. Und hoffentlich morgen wieder normal fit sein. Am Abend gibt es jetzt noch solche Crunchy Peanut Clusters mit weißer Schokolade. Die habe ich mal bei Action gekauft. Und da werde ich jetzt noch ein paar reinfuttern. Good morning again. Heute gibt es zum Frühstück wieder eine frisch aufgebackene Meerkornsemmel, Meerkornbrötchen. Diesmal mit so einem Schokomilch-Duo-Aufstrich. Hab dazu einen veganen Schokodrink. Der war in meiner letzten Branded Schoolbox drin und den trinke ich jetzt. Und dazu ein Aktimel mit Mango und Kurkuma. Mittags habe ich mir jetzt ganz flott fünf Fischstäbchen mit zwei Spiegeleiern gemacht. Die Spiegeleier sind mir leider kaputt gegangen und auch zerfallen und egal. Dazu habe ich Ketchup, dann trinke ich ein Energy mit Watermelon, der ist, glaube ich, vom Aldi. Und dann gucke ich die Folge Bachelor in Paradise von Sonntag vor. Genau, weil Sonntag A, denke ich nicht dran, B, kommt es mir auch meist zu spät, C, zocke ich und ja. Ich gucke es einfach vor, genau. Und das wird gefuttert jetzt. Normalerweise hätte ich heute einen Zumba-Kurs gehabt. Der ist aber leider ausgefallen, da meine Zumba-Trainerin im Urlaub ist. Aber ich habe trotzdem Zumba gemacht. Einfach zu Hause, eine Stunde 35, durchgeschakt. Und jetzt gibt es Abendessen, habe ich mir einfach ein Dinkelharmonie-Sandwich gemacht. Da ist vegane Salami drin und Faux Lépi Käse, glaube ich. Oder Gérardmer-Käse, irgend so ein Käse in Scheiben auf jeden Fall. Genau. Und das gibt es jetzt mal schauen, ob ich noch ein zweites esse. Ich werde es drunter schreiben. Als Nachspeise esse ich jetzt noch diesen Müller-Doppeldecker mit Himbeere und Vanillesoße. Den habe ich heute spontan bei Aldi mitgenommen, da der super günstig war. Und deswegen gönne ich mir den jetzt. Yum, TGIF, thank God it's Friday und einen schönen guten Morgen. Heute frühstücke ich eine Portion Oreo O's-Müsli, ein Original Schoko von Coa Wach und ein Actimel mit Mango und Kurkuma. Mittags bin ich bei Mama und da gibt es jetzt Kässpätzle mit Röschzwiebeln. Genau. Irgendwie Lust auf Kässpätzle und deswegen gibt es die jetzt so. Beziehungsweise war ihre Idee, weil sie hatte Spätzle und naja. Egal, jetzt wird gegessen. Nachmittags war ich endlich wieder im Gym. Ich habe allerdings halt wieder Ganzkörper gemacht, wie am Montag, da mein Steißbein vom Sturz immer noch so ein bisschen zickig ist, aber egal. Hab eine Stunde 10 trainiert, wollte dann eigentlich auch noch daheim ein bisschen was machen, aber hat das Steißbein wieder richtig angefangen. Dachte mir, okay, dann höre ich jetzt lieber auf. Man soll ja auch nur so viel machen, wie man kann. Also eigentlich soll man gar nichts machen, ich weiß, aber es ist nicht krass. Also ich habe schon schlimmere Steißbeinverletzungen gehabt. Ich kann mich da mittlerweile einschätzen. Dementsprechend mache ich halt das, was geht. Und es ging halt heute eine Stunde 10 Ganzkörper.
Und das reicht dann auch für heute. Und jetzt gibt's Abendessen. Da habe ich wieder Sandwich gemacht, wie gestern Abend. Und zwar mit Käse und veganer Salami. Und genau, ich schreibe wieder drunter, ob ich ein oder zwei esse. Und das war's. So. Mein Handy geht gerade, deswegen fühle ich mich hier hinterm Computer. Und jetzt am Abend gibt es noch einen KitKat Chunky White Chocolate. Und nebenbei bin ich halt am Zocken. Und ja, den snacke ich jetzt noch rein.